Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage ein herzliches Willkommen und Hallo heute hier zu unserem dritten ESG Deep Dive. ESG ist längst kein Megatrend mehr, sondern ESG ist eine Selbstverständlichkeit in unser aller Handeln und Tun. Der ESG Deep Dive bietet die tolle Möglichkeit, dass man einen interdisziplinären Austausch hat zwischen verschiedenen Firmen, zwischen verschiedenen Branchen. Das finde ich eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, die man so sonst nicht wirklich findet. Dadurch, dass man so viele verschiedene Bereiche sozusagen hier hat. Von daher engagiere ich mich heute im Namen der Immobilienbranche sozusagen, aber natürlich auch zum Austausch mit anderen Branchen. Die Bayern LB ist eine unserer wirklich absoluten Top-Kernbanken und wir helfen uns einfach gegenseitig, wo wir können. Das ist einfach eine schöne Partnerschaft. Und die Bayern AB hat uns letztes Jahr oft geholfen, auch in der Historie schon oft und gut geholfen. Und insofern war es für uns eigentlich selbstverständlich, als die Anfrage kam, ob wir fachlich was beitragen möchten, das dann auch zu tun. Ich glaube, mittlerweile kann ich es, wenn ich es rein aus der Finanziererbrille sehe, als eine Chance auf einen Wettbewerbsvorteil einfach begreifen. Denn wie Sie sagen, wir haben eine gute grüne Story, die können wir erzählen und die werden wir anhand des Nachhaltigkeitsreportings auch noch mehr untermauern können, auch formal noch besser untermauern können. Wir müssen den nächsten Schritt gehen und der sieht so aus, dass wir ESG einfach ganz selbstverständlich in unsere Perspektiven auf Wertschöpfung und auf Wertbemessung integrieren. Wir sind auf einem guten Weg. Und wenn wir es jetzt schaffen, von dieser Extra-Bubble in unser gemeinsames Verständnis von Finanzierung von Zukunftsfähigkeit zu kommen, dann wird es richtig perfekt. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir endlich was zum Fliegen kriegen, wo der Finanzierer, der Mieter und der Intermediär, so wie wir in dem Fall, dann dazwischen ist und einmal Daten vorne rein bis hinten durch und jeder sagt, darauf gehe ich. Nachhaltigkeit ist für mich ein Herzensthema und beim ESG Deep Dive geht es für mich darum, miteinander in den Austausch zu kommen, verschiedene Perspektiven kennenzulernen, voneinander zu lernen. Die Pariser Klimaziele und die nachhaltige Transformation der Wirtschaft wird nur gelingen, wenn wir alle Akteure an einen Tisch bekommen und miteinander reden und in den Austausch gehen. Und deshalb sind solche Formate wie der ESG Deep Dive ganz besonders wichtig.